Guten Tag, willkommen zurück in unserem virtuellen Kursraum. In den nächsten 4 Lektionen beschäftigen wir uns mit dem Thema in der Stadt oder auf dem Land. Und das sind unsere Lernziele für die erste Lektion. Wir werden heute einen Text über das Leben auf dem Land und in der Stadt hören und lesen und über die Vorteile und Nachteile vom Leben in der Stadt und auf dem Land sprechen. Um erfolgreich am Unterricht teilnehmen zu können, braucht ihr ein Heft oder ein Blatt Papier, einen Bleistift oder einen Kugelschreiber und einen Computer oder ein anderes Gerät mit Internetzugang. In jedem Moment könnt ihr das Video anhalten, um etwas aufzuschreiben, eine Aufgabe zu lösen oder etwas zu wiederholen. Fangen wir mal an. In der ersten Aufgabe hört ihr 2 kurze Audioausschnitte. Schreibt eure Assoziationen auf. Чуйте два кратких звучних записи. Забележите асоціації. Was hört ihr? Что чуєте? Wie fühlt ihr euch? Как вы себя чувствуете? Was denkt ihr? Wo wurden sie aufgenommen? Что мислите? Где снимлены эти звучные записи? 1. Zwei. Meine erste Assoziation wäre dichter Verkehr, Brustprom. Ich denke, auf der Straße gibt es viele private und öffentliche Verkehrsmittel. Sie stecken im Stau. Возила су запила у прометној гужви, у застоју. Ich kann mich nicht konzentrieren, denn es gibt zu viel Lärm, Buka. Viel Lärm und ein Stau können Stress verursachen. Zu viele Autos auf der Straße sind umweltschädlich oder umweltbelastend, städten saukulisch. Sie verursachen die Umweltverschmutzung, Sagagene Okulische. Wenn ich diese Situation mit 3 Adjektiven beschreiben müsste, wären das laut, glassen, stressig, stressen und hektisch, hektischen, Ужурван. Typisch für eine Großstadt. Sada možete zaustaviti video zapis i na sličan način predstaviti asocijacije uz prvi zvučni zapis. Wenn ich den zweiten Audioausschnitt höre, denke ich an die Natur und frische Luft. Ich höre viele Vogelstimmen, also die Vögel singen. Es gibt nicht viel Verkehr und das ist umweltschonend oder umweltfreundlich. Ökologisch die Privatwege. Man kann sich entspannen und seine Ruhe genießen. Upustiti se, uživati u miru. Ich denke, es handelt sich von einem Ort weit weg von der Stadt. Daleko od grada. Die Adjektive, die am besten dazu passen, sind ruhig oder beruhigend, miran, umirujuć, angenehm, ugodan und idyllisch, idyllischen. Typisch für ein Dorf. Ich denke, dieser Audioausschnitt wurde auf dem Land aufgenommen. Auf dem Land oder auf dem Lande, na selu. Sada možete ponovno zaustaviti video zapis i predstaviti asocijacije uz drugi zvučni zapis. Und welcher Audioausschnitt passt zu deinem Wohnort? Koji zvučni zapis pristaje uz mjesto u kojem ti živiš? Wo wohnst du? Sprechen wir jetzt darüber. Postavit ću vam nekoliko pitanja o mjestu u kojem živite. Nakon svakog pitanja zaustavite video zapis i odgovorite.
Provjerite u riječniku značenje nepoznatih riječi, pogotovo onih označenih crvenom bojom. Wie heißt dein Wohnort? Wohnst du in einer Großstadt, Kleinstadt, Vorstadt oder Peripherie, in einem kleinen Dorf, auf dem Land? Wo liegt dein Wohnort? In der Nähe von einer kleineren Stadt, von einer größeren Stadt, weit weg von der Stadt? Wie viele Einwohner gibt es in deinem Wohnort? Wohnst du in einem Einfamilienhaus, in einer Wohnung oder in einem Hochhaus? Hast du viele Nachbarn? Wie verstehst du dich mit ihnen? Sind deine Nachbarn hilfsbereit, nett, streitsüchtig, neugierig? Wie ist die Luft in deinem Wohnort? Verschmutzt oder sauber? Frisch? Gibt es viele öffentliche Verkehrsmittel in deinem Wohnort? Wie kommst du zur Schule? Welche Verkehrsmittel benutzt du? Gefällt dir dein Wohnort oder möchtest du umziehen? Warum? Ihr hört jetzt einen Text über Familie Kess. Christian Kess hat eine neue Arbeitsstelle und seine Familie muss umziehen. Vor dem Hören lässt die Aussagen zum Text. Dafür habt ihr 20 Sekunden Zeit. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Christian Kess hat eine neue Arbeitsstelle in Hamburg. Bald zieht die Familie von Stuttgart in die Stadt im Norden. Jetzt überlegen sie, ob sie in eine Wohnung in der Stadt ziehen sollen oder lieber in ein Haus außerhalb der Stadt. Die Meinungen sind ganz unterschiedlich. Caroline Kess: Ich möchte nicht mehr in der Stadt wohnen. In einem Haus auf dem Land ist es viel schöner. Wir hätten viel Platz und endlich einen Garten. Den möchte ich schon lange. Außerdem ist es dort ruhig und auch sicherer. Es gibt nicht so viel Verkehr. Jonas, 14 Jahre. Ich würde auch viel lieber auf dem Land wohnen. Dort könnte ich einfach so mit dem Fahrrad fahren und machen, was ich will. In der Stadt muss ich immer aufpassen und darf nicht oft alleine rausgehen. Ein Haus finde ich auch viel besser. Und dann könnten wir vielleicht auch endlich einen Hund haben. Der hätte dort viel Platz. Emma, 15 Jahre. Bitte nicht aufs Land. Dort gibt es doch nichts zu tun und es ist total langweilig. Ich habe neulich im Fernsehen gesehen, dass die Jugendlichen sich dort an Bushaltestellen treffen und im Wartehäuschen sitzen, weil es keinen anderen Ort für sie gibt. In der Stadt sind so viele tolle Orte, wo man sich treffen kann. Im Jugendtreff, in Vereinen oder Cafés. Wir haben in Stuttgart doch auch in der Stadt gewohnt. Warum jetzt nicht mehr? Christian Kess: Natürlich ist es auf dem Land viel schöner. Einen Garten hätte ich auch gern. Aber ich hätte wohl nur wenig Zeit, die ich dort verbringen könnte. Wenn ich jeden Tag zur Arbeit in die Stadt fahren muss, sitze ich täglich bestimmt 2 oder 3 Stunden im Auto. Dazu habe ich keine Lust. Das ist viel zu anstrengend. Dann müsste ich sehr früh aufstehen und wäre erst ziemlich spät zu Hause. Beim zweiten Hören könnt ihr den Text auch lesen. Christian Kess hat eine neue Arbeitsstelle in Hamburg. Bald zieht die Familie von Stuttgart in die Stadt im Norden.
Jetzt überlegen Sie, ob Sie in eine Wohnung in der Stadt ziehen sollen oder lieber in ein Haus außerhalb der Stadt. Die Meinungen sind ganz unterschiedlich. Caroline Kess. Ich möchte nicht mehr in der Stadt wohnen. In einem Haus auf dem Land ist es viel schöner. Wir hätten viel Platz und endlich einen Garten. Den möchte ich schon lange. Außerdem ist es dort ruhig und auch sicherer. Es gibt nicht so viel Verkehr. Jonas, 14 Jahre. Ich würde auch viel lieber auf dem Land wohnen. Dort könnte ich einfach so mit dem Fahrrad fahren und machen, was ich will. In der Stadt muss ich immer aufpassen und darf nicht oft alleine rausgehen. Ein Haus finde ich auch viel besser. Und dann könnten wir vielleicht auch endlich einen Hund haben. Der hätte dort viel Platz. Emma, 15 Jahre. Bitte nicht aufs Land. Dort gibt es doch nichts zu tun und es ist total langweilig. Ich habe neulich im Fernsehen gesehen, dass die Jugendlichen sich dort an Bushaltestellen treffen und im Wartehäuschen sitzen, weil es keinen anderen Ort für sie gibt. In der Stadt sind so viele tolle Orte, wo man sich treffen kann. Im Jugendtreff, in Vereinen oder Cafés. Wir haben in Stuttgart doch auch in der Stadt gewohnt. Warum jetzt nicht mehr? Christian Kess. Natürlich ist es auf dem Land viel schöner. Einen Garten hätte ich auch gern. Aber ich hätte wohl nur wenig Zeit, die ich dort verbringen könnte. Wenn ich jeden Tag zur Arbeit in die Stadt fahren muss, sitze ich täglich bestimmt 2 oder 3 Stunden im Auto. Dazu habe ich keine Lust. Das ist viel zu anstrengend. Dann müsste ich sehr früh aufstehen und wäre erst ziemlich spät zu Hause. Wenn nötig, könnt ihr jetzt das Video anhalten und die Aufgabe lösen. Und das ist die Lösung. Familie Kess wohnt auf dem Land, das ist falsch. Frau Kess sagt, ich möchte nicht mehr in der Stadt wohnen. Caroline verbringt viel Zeit in ihrem Garten, das ist falsch. Sie hat keinen Garten. Sie sagt, auf dem Land hätten wir viel Platz und endlich einen Garten. Na selu bis mi imali više mjesta i napokon vrt. Jonas möchte auf dem Land Rad fahren, das ist wichtig. Familie Kess hat einen Hund, das ist falsch. Jonas sagt, auf dem Land könnten wir vielleicht einen Hund haben. Na selu bis mi možda mogli imati psa. Emma denkt, das Leben auf dem Land ist nicht interessant, das ist wichtig. Sie sagt, es ist total langweilig. Christian findet lange Autofahrten entspannend, das ist falsch. Er sagt, dazu habe ich keine Lust. Die Meinungen über das Leben auf dem Land sind ganz unterschiedlich. Was spricht für das Leben auf dem Land und was spricht dagegen? Što govori u prilog životu na selu, a što protiv toga? Navedite nekoliko natuknica. Und da sind einige Antworten aus dem Text. Könnt ihr noch etwas hinzufügen? Možete li dodati još nešto? Wenn nicht, kein Problem, denn wir machen das zusammen. Was ist typisch für das Leben in der Stadt und was ist typisch für das Leben auf dem Land? Jetzt wäre eine gute Zeit, das Video wieder anzuhalten und die Begriffe einzuordnen. Sada ponovno zaustavite video zapis i pridružite pojmove pripadajućoj kategoriji. In der Stadt oder auf dem Land. In der Stadt hat man bessere Bildungsmöglichkeiten, bolje mogućnosti školovanja, obrazovanja. Bessere Karrieremöglichkeiten, bolje mogućnosti ostvarivanja karijere. Bessere Verkehrsanbindung, bolje prometne povezanosti. Hohe Nebenkosten, visoke troškovi života, visoke režije. Hohe Mieten, visoke najamnine, visoke stanarine. Großes Kulturangebot, široka kulturna ponuda.
zu viele Abgase durch Autos. Velika Količina ispušnih plinova. Die Luftverschmutzung, sagt Jane Zraka. Und was ist charakteristisch für das Leben auf dem Land? Fehlende Arbeitsplätze, nedostatak radnih mjesta. Auf dem Land gibt es nicht so viele öffentliche Verkehrsmittel, man muss oft mit dem Auto fahren und deswegen hat man höhere Benzinkosten, više troškovi goriva. Obst und Gemüse aus eigenem Anbau, voće i povrće iz vlastite proizvodnje. Billigere Immobilien, jeftinije nekretnine. Nicht so guter Internetempfang, slabija internetska veza. Weniger Einkaufsmöglichkeiten, manja ponuda trgovina. Und jeder kennt jeden oder alle kennen einander, svako svakoga poznaje. In der Stadt hat man bessere Bildungsmöglichkeiten. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Das ist ein Vorteil. Die Luftverschmutzung. Ist es ein Vorteil oder ein Nachteil? Ein Nachteil, natürlich. Hohe Nebenkosten. Ein Vorteil oder ein Nachteil? Das ist auch ein Nachteil. Ich wohne in der Stadt und ich wohne gern in der Stadt. Der erste Vorteil vom Leben in der Stadt sind gute Bildungsmöglichkeiten. Das heißt, es gibt viele Schulen, Universitäten, Sprachkurse und so weiter. Ein weiterer wichtiger Punkt ist großes Kulturangebot. Man kann zum Beispiel ins Kino, ins Theater oder ins Museum gehen. Das Leben in der Stadt hat nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile. Der wichtigste Nachteil ist die Luftverschmutzung. Man darf nicht hohe Nebenkosten vergessen. Und wo möchtest du lieber wohnen? In der Stadt oder auf dem Land? Warum? Was ist der erste Vorteil? Was bedeutet das? Kannst du das erklären? Was ist ein weiterer wichtiger Punkt? Zum Beispiel? Das Leben in der Stadt oder auf dem Land hat nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile. Was ist der wichtigste Nachteil? Was ist der zweite Nachteil? Und das war alles für heute. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss!